Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Südermann am Mittwoch. Ich bin jetzt gerade mal schnell noch eben hier reingesprungen, weil der Kollege hier ist fertig. Und ja, das Phase 32 müssen wir ja sowieso selbst machen. Also, ne, dann ne, würde ich sagen Attacke, ne? Hat natürlich wieder alles eingeklappt, der Dulli. Naja. Ja gut, runterlassen wäre auch gut, ne? Na gut, ich werde jetzt nicht jeden Fitzelchen hier jetzt mitnehmen. Das hier würde jetzt, glaube ich, auch ein bisschen alles zu lange dauern. So, dann fangen wir da hinten an, ne? Würde ich mal so sagen. Also ich habe jetzt gerade eben noch eben den anderen Schlepper jetzt gerade noch einmal unter das Rohr gestellt von der Düngerproduktion, dass er noch einmal ablädt oder auflädt. Da habe ich mir gedacht, komm, dann kannst du ihn jetzt ja eigentlich darüber fahren lassen, dass er da im Leer macht. Ich habe noch nicht mal einen Punkt gemacht. Ich habe bisher nur einen Punkt, dass man da Material rausholen kann, aber ich habe keinen Abladepunkt da gemacht, ne? So. Jetzt habe ich natürlich jetzt nicht mal mehr sehen können, ob das jetzt funktioniert mit dem neuen Punkt, den ich hier jetzt gesetzt habe. Gut, wahrscheinlich irgendwann in der näheren Zukunft mal austesten können. Ne? Also manches Mal ist das buggy. Dann fährst du nicht dicht genug ran. Siehst du, jetzt habe ich hier kein Abladesymbol, ne? Oder kann ich trotzdem abladen? Ne, er lässt mich nicht abladen. Muss ich jetzt noch. Ist der, kann doch nicht sein, dass der Trigger hier so kurz und so klein ist. Nee, weil der Träger ist ziemlich weit innen ist. Ja gut, okay. Ich hätte mich vielleicht auch immer an den Punkten orientieren können, hätte ich das auch rausgefunden. Egal. So, könnte natürlich jetzt ein bisschen dauern, dass wir hier jetzt das ganze Stroh einsammeln. Und ich glaube, ich könnte hier noch mal so ein bisschen hier CO2
Lenkrad ein bisschen nachjustieren. Ich glaube, den stelle ich dir mal auf 20. Mal sehen, ob das besser ist. Ja. Können wir noch ein ganz klein bisschen? Ich glaube, das ist doch ein bisschen angenehmer. Ja, ich habe jetzt die Empfindlichkeit ein bisschen höher gedreht. Das ist ja hier so in diesem Anfangslenkmoment, sag ich mal, da ein bisschen schneller reagiert. Du kannst es ja einstellen, schneller oder langsamer. Also über hier die Software, ne? Also wie heißt das noch? Für das, ne? G29. Es heißt ja hier, ne? Logi-Line oder Logi. Ja, das ist das hier, ne? Programm Logitech hier, ne? GitHub oder G-Hub oder wie man es auch nennen mag. So, dann machen wir mal schön in der Innenperspektive, mal sehen, ob wir es noch können. Ich habe jetzt gerade mal so, beziehungsweise gerade mal so, jetzt schon so ein Waldchen, das wieder umgestellt auf 900 Grad. Ich möchte mal eben so ein bisschen für mich selber so ein bisschen testen mal wieder. Sehr normal habe ich das ja immer so ungefähr bei 600 stehen, wenn ich jetzt LR spiele sozusagen. Aber wo ich jetzt so ein bisschen offline gespielt habe, da habe ich mal wieder Chrono gedreht und ich habe es auch erstmal so gelassen. Ich weiß nicht, ob ich es so lasse. Also bis jetzt stürzt so eigentlich nicht. Also komme ich jetzt eigentlich ganz gut mit klar. Also wir sind schon wieder voll. Habe ich jetzt fest vergessen. Bei dem Hühnerstall, da lag noch ein Sammelstück. Das haben wir jetzt, glaube ich, nicht gefunden, das Sammelstück. Ich wollte da jetzt nicht den Stall wieder drauf schmeißen. Und dann wäre das Sammelstück nachher weg. Also irgendwo in den Katakomben haben wir tatsächlich auch nochmal 50.000 Euro eingenommen. Wollte ich jetzt nur nochmal so am Rande mal erwähnt haben. Hat das irgendwie mal doch in Vergessenheit geredet? Man glaubt nicht, dass das jetzt so großartig auffällt. Ist mir jetzt keine neue Sonne in den Sinn gekommen. So, jetzt gucken wir mal, dass wir auch ein bisschen näher ranfahren. Vielleicht klappt das jetzt ja besser. Jetzt hatte ich keine Anzeige, weil ich den Joystick wieder benutzt habe. Ich finde das so albern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Sobald ich hier einmal den Joystick in der Hand habe oder benutzt habe, wenn man so möchte, dann leuchtet mir das Abladesymbol nicht mehr an. Beziehungsweise, ja, das Abladesymbol.
Siehst du, und wir haben wieder 552.000 Liter. Ach du Scheiße. Aber wenn ich überlege, was in den anderen Kuhstall reingeht, dann ist das ein bisschen mager, was wir denn da haben. Aber das sind also noch so Sachen, die muss man hier echt auf der Karte im Auge behalten. Weil nicht, dass wir denn irgendwann so viel Zeug da rein donnern müssen, damit wir den Stall wieder voll kriegen. Könnte jetzt eigentlich auch einen von den anderen Schleppern noch wieder aktivieren, ne? Dass hier einer von denen hier schon auf der 32 da nochmal anfängt hier. So, ja, müsste denn da ja drauf, ne? Also, oh, ich würde nämlich jetzt mal sagen, wir machen da Soja tatsächlich drauf, genauso wie auf dem hier. Dass wir unsere Sojareserven wieder auffüllen. So, dann springen wir mal eben in den nächsten. Also der hier. Ja, den lassen wir eben hier. Der ist gleich fertig. Sehr gut. Wir können auch den hier nehmen. So, ist jetzt leer. Schön. Na gut, dann fahren wir mal rüber. Füll die gleich mal auf. Jetzt muss ich aber auch sagen, wenn man schneller fährt, dann könnte ich ein bisschen... Oder täuscht mich das jetzt bei dem Schlepper? Das kann auch von dem, oder? Oh. Also das fühlt sich, dass ich gelbe Ballen genommen habe, ne? Beziehungsweise gelbe Folienfarbe. Ist ja das jetzt so ein Ding, was mir in Kopf gegangen ist, durch den Kopf gegangen ist. Aber bei den Schafen funktioniert es ja auch. Und warum soll es denn in den anderen Stellen nicht funktionieren? Besonders weil ja der Stall sowieso ja schon hier war. Okay, Soja ist eingestellt, dann schmeißen wir an den Sossen. Dann Schaf, okay, können wir machen. Lass ihn laufen, ne? So, wir sammeln nochmal weiter. Aber ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben das mit der Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, was hat jetzt meine Stelle? Und dann, wenn ihr mögt, gerne morgen wieder dabei sein. Und dann bin ich erstmal raus. Haut rein, bis dahin.